So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche beginnt ja schon richtig heftig und sehr volatil. Und deswegen schauen wir auch gleich zum DAX. Doch zuvor erstmal kurz auf die Kursliste. Eine Adidas steht weit vorne. Die Automobilwerte, die zuerst im Plus waren, sind jetzt auf der Verliererliste. Auf der Liste weit unten und ganz unten hat es Henkel erwischt. Da gab es einen Vorstandswechsel. Der wurde eben negativ dann aufgefasst von den Marktteilnehmern. Aber schauen wir eben auf den DAX im Intraday-Bereich. 5 Minuten, da habe ich ja ein Video bzw. eben heute Nacht das veröffentlicht. Hier gab es eigentlich, oder es gab ja auch ein Kaufsignal. Das lag eben bei 9582. Also auf Xetra-Basis hat er etwa auf Vortagesniveau ist er gestartet und dann deutlich rangelaufen. Leider wurde aber das Kursziel bei 9.677 nicht ganz erwischt. Er drehte relativ ja, exakt an der 9.650er-Marke bzw. 60er-Marke dann nach unten ab. Und dann gab es also auch für mich ist sehr überraschend einen richtigen Abverkauf und sogar ein neues Tief auf Xetra. Zwar auch nur minimal, dann kamen wieder Käufe rein. Wie sieht es auf dem großen Bild aus? Auf dem großen Bild, wenn man jetzt hier diesen Chart nimmt, aber allerdings wollte ich da den anderen. Hier sieht man es auch, das ist jetzt auch zwar die Tageskerze, beziehungsweise eben auch jetzt weil der erste Wochentag beginnt, die Wochenkerze. Wenn man hier das jetzt hier wirklich aufzieht, dann ist der exakt ja, an dieser Abwärtstrendlinie eben Aufwärtstrendlinie gescheitert, die gebrochen worden ist. Und eben hier dann bärisch abgeprallt. Also ist jetzt wirklich erstmal ein bärisches Zeichen. Und ja, das überrascht mich schon. Denn eben hier im Nasdaq, was ich ja jetzt öfters auch in den Videos am Wochenende erwähnt habe, lief es eben sehr gut und hat eben auch ein bullisches Pullback gegeben. Und die asiatischen Märkte haben jetzt nicht mehr groß, also heute nachgegeben, also haben eher auch ein Reversal hingelegt. Deswegen muss man jetzt hier im DAX schon vorsichtiger sein und eben, ja, ich meine, wir sind hier schon im 5-Minuten-Chart, also da muss man ja, Stundenbasis ist er eben auf Schlusskursbasis eben auch an der Unterkante des Rainbows gescheitert, also ist hier auch natürlich keine Entwarnung noch zu geben. Aber auf eben was ich setze, sind eben auf die Nasdaq und dass es hier ein Reversal gibt. Hier gibt es eben einige Setups. Allen voran auch eine Facebook, die hat hier im Wochenchart am EMA 38 gedreht. Und da lief ja oder läuft ein Setup mit Kauflimit oder Kauf war bei 96 rund. Die Intel-Aktie, die hat es hier jetzt kräftig erwischt am Freitag. Da lief aber kein Setup, das war nur eine Prognose, die eben zuerst sehr sauber alles lief, den Abwärts- oder die Kaufzone erwischt, dann exakt dort gedreht, aber seitdem natürlich auch seit Jahresanfang deutlich unter Druck geraten ist und dieses Tief eben hier unterschritten hat und auch noch jetzt zuletzt diese wichtige Unterstützung. Also von dieser Seite aus sieht es eher nicht gut aus, da aber jetzt eben auch noch eine Amazon-Schwergewicht dabei ist, die hier das Gap nicht ganz geschlossen hat, das Kauflimit nicht erreicht hat und auch nicht an den EMA 200 noch ranlief und an die noch wichtigere Unterstützungslinie hier, Unterstützungszone. Also hier kann man dann von weiter steigenden Kursen dann ausgehen.
Und noch zu guter Letzt eine Alphabet-Aktie, die ist auch im Unterstützungsbereich und kann von hier aus dann nach oben drehen. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder.